keine Generalstochter. Was für eine Schande. Los, Wange erhalten. Ach, du bist den Aufwand nicht wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen. Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. Ich rufe den Terroristen und Mörder William Joseph Blazkowicz, auch bekannt als Terror-Billy. Ich bin bereit, das Leben ihrer Gefährten zu verschonen, wenn sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein. Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Geister! Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Komm schon! Festhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Hören Sie sie nicht an! Halt die Schnauze! Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Blazkowicz, Sie sind wach. Was von mir übrig ist. Ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Caroline. Wie hat sie uns bloß gefunden? Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind keiner. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Fallen lassen. Danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du... Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Na? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Tun Sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann
ein Tagebuch mit Perversionen und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Diese Augen jemals geliebt? Was meinst du? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Willst du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten? Ja? Sigrun, zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um! Bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Nicht da! Ja, ich habe jetzt gerade extra auch mal die Backen gehalten, um das wirklich mal auf euch wirken zu lassen. Also. Alles gut. Mir geht's besser, aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Geben Sie mir einen Grund, Ihnen nicht das Hirn auszupusten. Ganz langsam. Mir ist noch schwindelig, ich habe viel Blut verloren. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie Sie das U-Boot freikriegen. Und da drüben sind Rettungsboote. Ich kenne die Codes. Carolina. Wie kriegen wir unser U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale. Für die elektromagnetischen Traktorarme. Sie können sie von dort aus deaktivieren. Dann geben Sie Ihr U-Boot frei. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Okay, Blazko. Gehen Sie da rein, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei. Ich bin Ihnen gerade keine große Hilfe. Ich bleibe hier und bewache die Rettungsboote. Ja, jetzt habe ich noch mal eben kurz den Dialog eben laufen lassen. Also genauso wie ich eben halt am Anfang wirklich schon gesagt habe, also mit dem Gewaltgrad ist wirklich überhaupt nichts an Einschnitten da. Das haut also echt rein. Also ist wirklich nur darauf beschränkt, dass es wirklich eben die Symbolik ist, die eben halt rausgenommen wurde. Ansonsten, ja. Was mit Ihrer Freundin tut mir jetzt zur Sache. So, hier gleich nochmal ein kleines Tutorial. Fergus, Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. So, man sieht jetzt auch wirklich direkt jetzt schon, es ist rotzeschnell, also es geht wirklich so in die Richtung wie Doom.
Okay, jetzt brauche ich erstmal Werkzeug. Ah, da. Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. So, und ich finde auch, gerade auch, weil jetzt entsprechend eben halt das N-Wort natürlich nicht dabei ist, dass jetzt auch eben halt so diese Synchro mit Regime, finde ich eigentlich trotz allem, ist wirklich gelungen. Wenn man dann bedenkt, dass es eben halt von der USK dann entsprechend jetzt eben halt wirklich so freigegeben wurde. Also da kennt man natürlich schon ganz andere Zeiten, ne? Also das ist ja wirklich eben halt... Im Prinzip aus der neuen Reihe eben halt dieses und der Vorgänger sind jetzt ja wirklich die ersten wirklich in so gesehen ohne die Zeichen, aber ungeschnittenen Spiele da, die überhaupt jetzt hier in Deutschland offiziell rausgekommen sind. Autschi! Der macht nichts mehr. Ja, jetzt laufe ich halt wirklich eben entsprechend jetzt mit Carolinas Anzug hier durch die Gegend. Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo muss ich denn hin? Ah, da haben wir noch eine Leiter. Er ist recht dunkel geraten, das Spiel, aber da kann man sich dann eben entsprechend nach und nach dann orientieren. Okay, ich bin jetzt natürlich mal neugierig. Ich hüpfe mal hier drüber. Guck mal eben, ob hier noch was cool liegt. Und ein bisschen Gesundheit. Pistole. Na komm schon. So, dann wechsle ich mal eben kurz wieder auf die MP zurück. So, ja, jetzt kann man eben halt entsprechend hier, ich gehe da jetzt nur ganz kurz eben drauf. Und zwar ist es eben halt wieder wie beim Vorgänger, man kann eben halt auch die Mission relativ sneaky angehen. Das heißt also, man ist nicht eben dazu gezwungen, hier jetzt mördermäßig Krach zu machen. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Schicken Sie die Truppen! General Engel, bitte bestätigen Sie die Anzahl feindlicher Züge auf dem Ausmerzer. Wie ist Ihr Status und wie die Bewaffnung? Nur ein Mann! Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Hören Sie mich? So, also es ist wirklich tatsächlich so, dass man eben halt natürlich eben gucken kann, wenn man möchte, natürlich dann eben halt mit Krach und Bumm hier durchrennen kann, aber eben halt natürlich das Ganze auch eben schön leise schleichenderweise eben halt auch spielen kann. Wir müssen schleichen, William. Aber das macht bestimmt gleich höllisch Krach, wenn ich da runterhüpfe. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das der Kommandant da ist. Ich glaube, das. Nee, das ist er nicht. Oh, hier ist alles voll mit irgendwelchen Jungs. Oh, nö. Gucken. Ah, da kann ich noch durchkrabbeln. Gucken, ob ich hier noch die Möglichkeit habe, irgendwo abzubiegen. Jo. Ah, dann habe ich jetzt wieder ein kleines bisschen mehr Überblick hier. Okay, da hinten sehe ich den Kommandanten. Ich habe ihn da hinten stehen sehen. Mal eben kurz gucken, wo ist Kollege Schnürschuh? Da ist er. Ja, und wie gesagt, also dass jetzt eben entsprechende Symbole raus sind, also die haben trotzdem natürlich ihre Armbänder und so weiter. Das ist eben halt einfach ein anderes Logo drin. Also da habe ich jetzt irgendwie an Cuts in irgendwelchen Spielen oder sowas mit Sicherheit Schlimmeres gesehen. Und vor allen Dingen, man muss es auch wirklich da tatsächlich... Ich dachte schon. Da auch wirklich die den Arbeitseinsatz wirklich würdigen. Weil, wurde natürlich in der Vergangenheit dann auch durchaus mal dann einfach entschieden, okay, die Arbeit wollen wir uns jetzt nicht machen und es kommt dann halt einfach in Deutschland nicht raus.